Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin an unserer Quinta. Es gibt mal wieder etwas für euch zu zeigen. Ich dachte, wir fangen im Haus an. Ich stehe hier gerade auf unserem wunderschönen Balkon. Der ist ja im Flur. Ich finde die Aussicht so unglaublich hübsch von hier. Ich zeige gleich meine Nahaufnahme. Man hat hier den Blick über den ganzen Garten. Und hier wird man sicherlich auch mal ein paar Sessel oder so hinstellen, damit man auch mal rausgucken kann, wenn man hier lüftet. Ist einfach unglaublich schön hier. Es geht voran bei uns. Ich gehe mal wieder zurück. Ich darf nur nicht runterfallen. Unten ist jetzt fast soweit alles vorbereitet, dass es mit der Bodenplatte losgehen kann. Alex und ich müssen nur noch die Wasserplanung machen. Genau. Und dann können wir die Bodenplatte anfangen. Deswegen sind unsere Mitarbeiter hier schon beschäftigt. Das ist ja unser Schlafzimmer und jetzt ist der ganze Boden raus. Wir haben uns ja entschieden, hier eine Betondecke reinzumachen, anstatt die Holzdecke zu behalten. Einfach aus dem Grund, weil der Holzwurm oder die Termiten besser gesagt hier im Holz sitzen. Gott sei Dank sitzen sie nicht in einem guten Mahagoni-Parkett. Deswegen wollen wir das noch wieder benutzen für drüben, für das Ferienhaus und auch zum Beispiel für die Terrasse oder für Möbel. Das ist ein sehr hochwertiges, teures Holz. Das wäre einfach viel zu schade. Wir möchten es aber nicht mehr in die Quinta verlegen, weil wir unten wahrscheinlich einen helleren Boden, Holzboden nehmen. Da machen wir alles einheitlich, aber das werden wir definitiv auch aufbrauchen. Er hat mir gerade gesagt, es ist ein bisschen mühselig, die Nägel zu entfernen, aber das macht er auch. Das kostet natürlich Zeit. Die haben jetzt zu zweit für diese Fläche knapp 3 Stunden gebraucht. Da sieht man einfach mal, was für eine anstrengende Arbeit das ist. Und das sind die Nägel, die sind richtig dicke Eisennägel. Die muss er halt alle einzeln rausziehen und dann werden die Latten rübergetragen, hinten in das kleine Haus, zeige ich euch gleich auch, weil da waren wir auch schon länger nicht mehr. Genau, das muss gemacht werden. Das Holz ist einfach zu schade zum Wegschmeißen und verkaufen wollen wir es auch nicht, denn es gehört zur Quinta Florenza dazu. Dann nur nicht hier, sondern im Nebengebäude. Genau, also das haben wir jetzt hier schon mal komplett runtergenommen. Die Latten werden eingelagert, die müssen trocken liegen und dann werden hier nach und nach die Holzbalken rausgefräst und die werden entsorgt, weil Termitenbefall. Und ich bin so dankbar, dass wir alles einmal aufgerissen haben, um zu sehen, wie groß der Schaden ist. Ihr wisst es, es hat uns einiges an Nerven und auch vor allem Geld gekostet und ich hoffe, dass jetzt so nach und nach ja, die versteckten Kosten weg sind und nicht nochmal irgendeine Überraschung kommt. Weil umso schneller kommen wir voran. Also, der Boden wird jetzt hier komplett entfernt. Oben bleibt der Boden noch. Oben im Flur bleibt der Boden noch. Da müssen die Handwerker noch laufen, die nachher das Dach ab- und neu decken. Wir wussten ja, dass das Dach neu gemacht werden muss, dass wir da einen Termitenbefall haben. Aber dass es so ein starker Befall ist, dass wir wirklich alles rausmachen müssen, war uns nicht bewusst. Das wurde uns so auch nicht erzählt. Nachher ist man immer schlauer. Aber es ging ja auch wirklich so weit, dass auch die ganzen Fenster voll waren, ne? Wir haben teilweise, hat Alex hier das Holz, das morsche Holz rausgeholt. Da waren sogar noch lebende Termiten. Das heißt, alles raus, durchlüften lassen. Und dann haben wir da auch keine Probleme mehr mit. Aber das Haus stand halt auch 8 Jahre leer. Es wurde hier nie gelüftet. Es war dunkel. Dann die Feuchtigkeit von oben vom Dach, weil es undicht war. Und solche Sachen. Riesenprojekt. Und glaubt mir, danach habe ich keine Lust mehr, so etwas Großes nochmal zu sanieren. Ich glaube, ich würde dann immer wieder Neubau bevorzugen, wenn man sagt, man macht jetzt irgendwie nochmal ein Investment oder sowas. Ne? Aber das ist erstmal, steht in den Sternen. Wir bauen ja gerade unser Haus. Das ist deutlich einfacher, ein Haus zu bauen. Das machen wir ja für uns als Familie. Und ich finde, so eine Sanierung, Renovierung bringt dich mit deinem Haus, mit deinem Ort zum Leben nochmal näher zusammen. Man weiß das alles viel mehr zu schätzen auf jeden Fall. Und ja. Es ist definitiv nicht günstiger als ein Neubau, ganz im Gegenteil. Aber wenn wir hier fertig sind, wird alles wunderschön. Ich zeige euch mal unten, was sich noch getan hat. Hier jetzt einmal nach unten. Die Treppe darf bleiben. Die ist Gott sei Dank nicht befallen, aber wir werden sie vorsichtshalber auch einmal behandeln lassen gegen Termiten, falls da irgendwas ist, dass wir auf Nummer sicher gehen. Ich bin auch so froh, dass das Mahagoni-Holz keine Termiten hat, aber das ist wohl uninteressant für diese Termiten. Weil es Hartholz ist und da gehen die nicht so gerne dran. Genau, nur das weiche Holz. Wir sind hier unten. Was hat sich hier verändert? Ich finde, es sieht schon langsam wohnlich aus. Und ich hatte heute, als ich hier reingekommen bin,
totale Glücksgefühle. Können wir jetzt alles offen? Totale Glücksgefühle, weil es sich langsam wieder wohnlich anfühlt und man sieht nicht nur mal den Abriss, sondern auch mal den Aufbau. Genau, hier hat sich nicht viel verändert, außer dass derzeit hier keine Decke mehr ist. Aber hier wurde jetzt nochmal nachgebaut. Stuhl, nenne ich es mal. Der ist uns leider kaputt gebrochen, als wir den Boden rausgenommen haben. Genau, der muss jetzt noch verputzt werden. Ne? Das sieht man. Man kriegt da auch noch mal einen Anstrich wegen der Feuchtigkeit. Und ja, wir lassen das erstmal so. Ich hatte mit Alex lange darüber gesprochen, was wir hier machen. Aber ich finde es eigentlich richtig cool, wie es jetzt ist, weil man kann sich hinsetzen und auch aus dem Fenster rausgucken. Mit einer Bank sitzt er halt mit den Füßen immer nach innen. Und du hast eher den Rücken zum Fenster. Und ich finde es schön, dass es so ist. Es ist einfach original. Es hatte auch jemand von euch die Idee, hier einen Tisch hinzumachen. So einen kleinen Tisch, das wäre auch echt süß. Aber was auch echt süß hier wäre, wäre vielleicht so ein Schachbrett oder so, was man aus Steinen noch baut. Aber ist eine andere Sache. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, hieraus noch eine Truhe zu machen, dass man das mit Holz verkastet, mit einem Deckel. Aber irgendwie finde ich diese Sitzgelegenheit so voll schön. Weil man könnte sich hier gegenüber setzen, Gläschen Wein trinken oder ein Wasser oder einen Tee, in seinen Garten, grünen Garten gucken und hier so quatschen. Ich finde es irgendwie süß. Ich weiß auch nicht. Ich finde es schön, so zu sitzen. Deswegen bleibt das so. Ob wir es später noch verkasten, schauen wir mal. Das ist ja eher im Endspurt dann, wenn die Holzarbeiten kommen. Genau, nicht wundern, der Kamin ist jetzt noch ein bisschen klein. Der wird größer gemacht. Wir bekommen eine größere Brennkammer. Das soll ein Steinkamin werden aus Marmor. Da müssen wir uns auch nochmal um die Preise kümmern. Ich habe keine Ahnung, was so ein Kamin kostet. Also so ein Kamin aus Marmor, das war auch das erste Mal. Ich will so einen richtig schönen amerikanischen Kamin. Habe ich mir damals in Berlin schon gewünscht, war aber nicht möglich wegen der Säule. Und jetzt ist es machbar. Deswegen werden wir das hier umsetzen. Dann werden wir im Winter zu Weihnachten unsere Socken über den Kamin aufhängen. Ja, man muss träumen. Damit das auch wahr wird. Das ist einfach so. Ich stelle mir jetzt immer schon vor, wie das hier ist, wenn wir hier drin leben. Erstmal hier drin fertig werden. Das Haus muss fertig werden. Und dann geht es, wie gesagt, an die restlichen 2000 Quadratmeter. Aktuell ist unser Garten, wenn man rausguckt, nur Schutt, Erde, Steine und ein Betonmischer namens Mixi. Das ist gerade mein Blick. Könnte schöner sein. Dann geht es hier weiter. Der schwarze Anstrich ist fertig. Hier haben wir uns jetzt dazu entschieden, nicht beide Türen zuzumauern. Alex hatte recht. Ansonsten kommt hinten nämlich in den Flur kein Licht mehr, wenn wir jetzt die andere Tür auch noch zumachen zur Küche. Dieser Durchgang ist jetzt aber schon zugemacht. Ich glaube, es wird wunderschön werden, wenn wir hier eine Kommode in den Flur stellen. Und hier wird der Elektrokastenverteiler hinkommen. Da werden wir einen schönen Spiegel drüber hängen. Das macht den Flur auch noch mal größer. Das haben die Mitarbeiter hier gemacht. Das wurde auch mit Stahl verstärkt. Mit jeder Lage auch ein Stück Stahl rein. Genau, es wird dann noch zugespachtelt und alles drum und dran. Und hier soll dann nachher eine Tür rein zur Küche, aber mit ganz viel Glas und mit Sprossenfenstern. Einfach damit man nicht immer außen rumlaufen muss zum Badezimmer. Dann kann man hier direkt durchgehen, auch zur Garderobe. Weil die Küche planen wir so. Die Kochinsel geht von dieser Wand bis zu der Säule. Und das wird eine große, breite Kochinsel. Rechts und links Hofschränke und oben auch Hofschränke. Aber da muss man halt immer da durchgehen zur Toilette. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir lassen diese Tür, machen schönes Glas rein. Die ist gerade noch ein bisschen zu breit, die Tür. Dadurch haben wir natürlich hier dann keine Stellfläche. Eigentlich hatten wir hier den Kühlschrank geplant. Hier kommt die Hexenküche hin. Deswegen ist dieses Fach ist noch nicht zugemauert, weil wir den Schornstein hier mit reinführen müssen. Hier wurden die Fliesen und der Kleber entfernt am Steinofen. Das ist auch ganz, ganz wichtig später zum Verputzen. Genau, und hier ist unser wunderschöner alter Steinofen, wo wir dann unser Brot drin backen und unsere Pizza. Geht gerade nicht, da hat sich irgendein Kies zwischengefallen. Müssen wir restaurieren, aber das macht Alex, der liebt solche Aufgaben. Und hier ist jetzt alles wieder platt. Ich bin so glücklich, hier kommt noch eine Rüttelmaschine. Eine Rüttelmaschine, um alles nochmal platt zu machen. Wir haben jetzt das Abwasser nach draußen geführt, die Hauptrohre liegen. Genau, es wird alles platt gemacht und dann kommt die Bodenplatte, also ne, richtiger Aufbau. Aber hier hat man nicht mal diese riesen Erdhügel, es sieht nicht mehr so wild aus und für mich ist das hier schon wohnlich. Im Gegensatz zu vorher, auch hier ist alles jetzt
platt. Die Tür wird noch später wegkommen, die wird zugemauert, aber die lassen wir jetzt noch, weil wir da unseren Strom herholen. Kann man schon fast einziehen. Und wisst ihr noch, was an dieser Stelle war? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Das Fenster lassen wir, das ist zum Gästebad, einfach damit man noch ein bisschen Tageslicht im Gästebad hat. Finde ich ganz süß. Und hier, für alle, die es nicht wussten, hier war die Dienstbotenklingel. Die haben wir abmontiert und die ist erstmal eingelagert. Die werden wir sicherlich nachher auch wieder hier irgendwo als Deko platzieren. Als Erinnerung neben der alten Hexenküche. Also wenn ich weiß, was eine Hexenküche ist. Eine Hexenküche ist ein alter Ofen mit Feuer. Finde ich einfach super, super schön. Schmeckt anders. Ist nochmal eine andere Kocherfahrung. Ich will mich da so ein bisschen ausprobieren. Ich leuchte mal hier gerade. Hier wird auch alles abgedichtet. Das wird unsere Garderobe später für Kleidung. Und hier im Gästebad wurde jetzt auch das Loch da oben zugemauert. Das brauchen wir nicht mehr. Aber daneben kommt ein Loch, denn da kommt unsere, ja, wie nennt man das, Abluft rein. Weil wir ja kein Fenster haben, deswegen Abluft. Und seht ihr, wie viel Licht da oben reinkommt. Ist schon gut, dass man das lässt. Genau, und hier kommt halt nur Waschbecken und Toilette, ohne Dusche. Und einige haben gefragt, warum im Gästebad hier unten keine Dusche. Das hat mehrere Gründe. Erstens wollten wir die Kosten lieber oben für den Dachboden verbrauchen, weil oben ist noch im Dachboden überhaupt kein Badezimmer. Da planen wir jetzt ein kleines Bad mit Dusche für die Leona oder später für andere Kinder. Für die anderen Kinder, keine anderen, sondern unsere Kinder. Kein Kinderwunsch, ich möchte jetzt hier nichts in die Welt setzen. Auf jeden Fall... Wir haben in Berlin ja auch eine Dusche im Gästebad gehabt und wir haben die wirklich nie benutzt. Und irgendwann fängt das dann an zu riechen, wenn man sie nicht durchlaufen lässt. Und wir haben oben zwei Bäder, dann ganz oben noch ein Bad. Ich glaube, das reicht einfach mit einer Dusche. Wäre das hier zu viel? Ich glaube, ich gehe lieber oben dann duschen in einem schönen Bad, anstatt hier unten. Das ist dann wirklich nur für die Gäste. So, ich zeige euch mal, wo die Latten eingelagert sind. Das habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt, dass jetzt hier ein Betonmischer steht. Ich habe schon gesagt, wir machen ein eigenes Bauunternehmen. Ich habe auch Alex gerade mal so ein paar Videos und Fotos nach London geschickt. Und er sagt, wenn man verzweifelt ist, redet man sich alles schön und sagt, dass es schon wohnlich ist. Ich habe zu Alex gesagt, so, Alex, nein, ich bin nicht verzweifelt, ich bin zuversichtlich und motiviert. Weil sonst macht das alles hier keinen Sinn, wenn man so rangeht. Hier sind die Steinplatten und die waren wirklich richtig, richtig schwer. Wir haben die jetzt zu zweit getragen. Man sieht, glaube ich, auch, wie dick die sind. Das wird dann nochmal ein Puzzle, die wieder zusammenzusetzen. Aber Bob meinte, das ist kein Problem und er schafft das. Hier stehen schon die Latten. Einer macht die Latten ab oder die Nägel raus, der andere trägt sie hier hin. Ich bin so froh, dass das in gutem Zustand ist und dass wir hier keine Termiten drin haben. Aber es ist halt Mahagoni, ne? Das können wir schön nachher wieder... keine Ahnung, die Pergola legen oder fürs Terrassendeck nehmen. Das Mahagoni-Holz wird ja auch für den Schiffbau benutzt. Das ist ein sehr hartes Holz. Das ist das nächste Projekt, was erstmal hinten ansteht. Genauso wie dieser Garten. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich hier mit dem Gartenarchitekten im Gespräch bin. Wir haben es jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil wir uns da so ein bisschen, ehrlich gesagt, verrannt hatten in unserem Garten. Am liebsten hätte ich schon genau gewusst, wie es aussehen soll. Und hätte da schon gerne angefangen, keine Ahnung, den Boden platt zu machen, die Fundamente zu setzen. Aber das lenkt uns nur von dem Haupthaus ab. Bleibt das erstmal so liegen, wie es da ist. Wenn man weiß, dass das Haupthaus so langsam in letzten Zügen ist, kann man da anfangen mit einer Poolplanung. Ich glaube, das macht einfach viel mehr Sinn. Das sind sonst so viele Baustellen, man wird nicht fertig. Das muss man sich dann auch einfach mal eingestehen, dass es die falsche Reihenfolge war. Wir haben auch schon mal kurz überlegt, hier alles abzureißen, schon mal anzufangen. Aber macht auch keinen Sinn. Das können wir machen, wenn wir hier wohnen. Genau. Erstmal hier einziehen, damit wir unser jetziges Haus an Urlauber vermieten können. Wir sind jetzt schon seit 9 Monaten, haben wir dieses Haus. Ich würde sagen, vor 3-4 Monaten sind wir gestartet mit unseren Mitarbeitern und haben da angefangen, auch wirklich täglich was zu machen. Also Sommer 2025 ist unser Ziel, hier zu wohnen. Vielleicht schaffen wir auch schon Winter 2024, also nächstes Jahr Winter. 1,5 Jahre, das ist schon eine Hausnummer. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Mich kribbelt es auch hier in den Fingern. Ich würde hier gerne alles rausstemmen, diesen Betonboden. Das ist ja einfach nur gegossen. Hier muss ein schönes Kopfsteinpflaster hin. Ach, hier kann man das so schön machen. Als Büro wird das ja genutzt und für Feriengäste. Also für Familie und Freunde, die dann hier
bei uns, mit uns leben können. Vor allen Dingen meine Eltern, die dann auch in die Rente gehen und mehr Zeit haben, hier zu bleiben. Das Brett stand noch in dem Ferienhaus. Hier sieht man sehr gut, was Termiten mit dem Holz machen. Das wird jetzt weggeschmissen, nicht, dass wir uns die Termiten, noch mehr Termiten ins Holz holen. Aber wir müssen auch mal ehrlich sagen, dass Termiten für uns einfach neu waren. In Deutschland gibt es keine Termiten, das Problem hatten wir vorher nicht. Aber ich glaube, wir sind für Profis. Jetzt wissen wir, auf was wir hier achten müssen. Deswegen haben wir auch in einem neuen Ferienhaus mit einem Betondach gebaut und nicht mit Holz. Hier wurde ja schon mal eingebrochen, deswegen sieht man hier noch von den Fingerabdrücken von der Polizei dieses rote Pulver. Wir gehen einfach mal rein, dann stören wir auch niemanden. Ein bisschen dunkel. Wir haben es jetzt hier so gemacht, dass wir unsere Koffer hier erstmal hingestellt haben, weil die Koffer brauchen wir immer mal wieder, um zu verreisen. Ich muss mal gerade gucken, dass ich nicht den... Obrigada. Genau, hier werden jetzt die Bretter gelagert. Die haben jetzt hier alles weggeräumt, was noch war, also Campingsachen und so. Das wird nach oben gebracht oder wurde nach oben gebracht. Und hier kommen jetzt die Bretter hin. Wichtig ist, dass die Bretter gerade liegen, damit die sich nicht verbiegen, dass die ein bisschen durchlüftet werden, also weg vom Boden. Und das ist so ein tolles Holz. Das braucht so einen extra Lagerplatz und hier haben wir Platz. Ne? Tannenbaumstiche auch noch, den brauchen wir zum Winter. Und hier haben wir alle Fenster zugemacht wegen dem Einbruch letztes Mal. Hier steht noch mein alter Schreibtisch. Übrigens ist das bei Bananenbäumen so, die, wenn die einmal geworfen haben, nennt man das so, wenn die einmal Früchte getragen haben, schneidet man die ab und dann wachsen immer nebenan die Babybananen. Das ist jetzt hier eine Babybanane. Echt groß. Hier war alles voll, haben wir alle geerntet. Hier wird auch schön gewässert. Da hängen noch ein paar Bananen. Unsere kleine Bananenplantage, die so viel abwirft, das kann man alles gar nicht essen, aber unsere Mitarbeiter freuen sich. Wir haben auch schon mal Bananen zum Kindergarten gegeben. Oh, die Sonnenblumen. Aber was ich auf jeden Fall nicht falsch finde und auch nicht bereue, ist, dass wir da hinten unsere kleine Baumplantage gepflanzt haben. Sprich, dass wir da schon Fruchtbäume und auch andere Bäume in den Garten gesetzt haben, weil die haben jetzt einfach bis zum Einzug Zeit, groß zu werden, Früchte zu tragen. Da kann man auch, hat man auch schon was davon, wenn man einzieht. Dann haben ganz viele nach dieser Tür gefragt. Ich lüfte jetzt das Geheimnis. Der Voreigentümer hier, dem gehört das ganze Areal, auch hier nebenan noch zwei Häuser. Und das war so, dass da früher die Eltern gewohnt haben und nebenan haben die Kinder gewohnt, als sie erwachsen waren. Da drüben waren auch die Ställe von den Pferden und so. Es war alles ein großes Grundstück. Da hat sich die Familie, das sie damals einfach abgesteckt mit den Mauern. Und damit der Sohn von diesem Haus nicht immer außen rum muss, hat er sich einfach hier eine Tür eingebaut. Aber das ist schon alles abgeklärt. Die wird natürlich auch dann bald irgendwann zugemauert, wenn wir den Garten machen. Aber es hat jetzt erstmal auch keine Priorität. Und was ich auch noch eine gute Idee finde, ist, wir brauchen ja so ein bisschen Sichtschutz, weil wir in der Stadt leben und wir haben so ein großes Hotel hier. Das wäre auch der Grund, warum wir diesen großen Pfefferbaum pflanzen. Der wächst unheimlich schnell, er riecht gut und ich finde, er sieht hübsch aus, wie so eine deutsche Weide. Aber was wir noch machen können, ist hier diese wunderschöne Blumenhecke mit dem Gestell weiterzuziehen, nochmal, um mehr Sichtschutz zu haben. Das tut mir leid, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und krank. Oh, was ist das denn für ein gelbes? Boah, der blüht. Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie gesehen. Wie krass dieser Elefantenbaum blüht. Ich glaube, das müssen wir oben rausschneiden. Diese Fruchtbäume, die wir gekauft haben, bereue ich auf keinen Fall. Das war super. Die müssen halt jetzt nur groß werden. Hier sind auch unsere ersten Zitronen. Ich glaube, der Orangenbaum, der trägt noch nicht. Der ist noch zu klein. Ja, und der Sternfruchtbaum auch noch nicht. Aber der ist echt richtig schön groß geworden. Der Avocadobaum wirft jede Menge Laub ab. Aber das ist ein Goldschatz, der Avocadobaum. Ich liebe ihn. Da muss man so ordentlich hier fegen. Aber der Garten darf jetzt auch liegen bleiben. Es ist so wichtig, dass die Pflanzen gegossen werden, dass sie nicht sterben. Deswegen hat auch Alex die elektrische Bewässerung mal hier angebaut. Ne? So ist das. Das ist so der aktuelle Stand. Ach so, und ich habe einen Termin bekommen für unseren Olivenbaum. In 2,5 Wochen kriegen wir ihn. Irgendwie ist der Kran, den wir dafür brauchen, aus Porto Santo. Keine Ahnung warum. Aber bald haben wir hier auch wieder einen schönen Olivenbaum.